Enchanted. Enchanted. Ja, die Farbe. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ihr seht, ich bin fast ungeschminkt. Also ich trage zumindest nichts auf den Augen und auf den Lippen. Das Einzige, was ich schon drauf habe, ist Foundation, Augenbrauen und Eyeshadow Base. Weil ich möchte mit euch nämlich heute diese Palette genauer unter die Lupe nehmen. Die habe ich mir gekauft im Dezember, ist also schon ein bisschen länger her. Und ich bin ehrlich gesagt noch nicht dazu gekommen, mit ihr zu spielen. Weder vor der Kamera noch ohne die Kamera. Und von daher ja, möchte ich das heute nachholen mit euch. Ich habe euch die mal aufgemacht. Vor allen Dingen dieser Ton hier, dieser Blauton und das Grau, das möchten wir nämlich auch heute verwenden, um das mal so zu spoilern. Ihr seht, ich habe auch eher einen kühlen Look. Auf den Nägeln trage ich übrigens Essie Polarizing, heißt die Farbe. Ich wurde jetzt schon öfters von euch danach gefragt in den Kommentaren, was trägst du auf den Nägeln? Und da dachte ich mir, ja, wenn ich dran denken sollte, dann sage ich euch das im Video, damit ihr das schon vorher wisst. Ja, zurück zu der Palette. Wie gesagt, wir werden uns heute eher in dem kühlen Spektrum bewegen, wie ihr auch an meinen Klamotten wieder merkt und an meiner Kerze, ne? Und ja, auch an meinen Haaren. Ich muss sagen, ich liebe Frisuren im Moment. Ich habe euch das schon in meinem Jahresrückblick gesagt. Und vor allen Dingen liebe ich Haarschmuck. Ich habe mich heute für eine Flechtfrisur entschieden. Ja, die habt ihr oder werdet ihr noch in der Art so sehen bei meinem Elsa-Make-up. Ja, ich habe das schon im Sommer irgendwann gedreht. Ich habe euch das schon mehrmals erzählt. Und es wird aber irgendwann online kommen oder es ist schon online gekommen. Ich muss mal schauen, wie ich das time. Was ich aber daran variiert habe, ist, dass ich hinten noch so einen kleinen ja, Kniff sozusagen eingebaut habe. Das geht auch ganz einfach. Wenn ihr dazu mal ein Tutorial übrigens sehen wollt zu Haaren, oder Frisuren allgemein, dann könnt ihr mir das ja mal unten in die Kommentare schreiben. Dann versuche ich das mal. Ich bin da nicht so gut drin, sage ich ganz ehrlich. Vor der Kamera schon gar nicht, aber ja, ich versuche mein Bestes für euch. Ne? So, genug gequatscht. Ich würde sagen, wir setzen uns mal unsere Öhrchen auf. Und dann geht's los mit dem Schminken. Ja, das sieht jetzt ein bisschen komisch aus, ne? Gut. Wie gesagt, Foundation, Augenbrauen und so ist schon drauf. Deswegen starten wir direkt mit der Palette. Ich habe übrigens auch noch ein paar andere Sachen, die ich euch im Laufe des Videos zeigen werde. Ansonsten, wenn ich Produkte benutze, die ich immer benutze, dann ja, werde ich wahrscheinlich entweder einen Schnelldurchlauf machen oder einfach die Kamera stoppen. Mal gucken. Mal gucken, wie lang das Video dann wird. Ne? Und ich würde sagen, wie gesagt, wir halten uns in der kühleren Region und ziemlich kühl erscheint mir hier Empress. Ja, das ist so ein heller Ton und den würde ich jetzt einfach mal versuchen als Transition Shade. Hier ist übrigens wieder ein Spiegel drin, finde ich super, haben die BH Cosmetics Paletten ja so gut wie alle, aber das geht. Farbabgabe ist auch hier wieder, ne? Ich hoffe, ihr seht das, wie bei allen BH Cosmetics Lidschatten, da kann man nicht meckern. Ich nehme immer meistens zwei Schichten von diesen Transition Shades und dann habe ich das optimale Ergebnis, um meine Lidfalte vorzubereiten. Ja, und als nächstes kommen wir zu einem Produkt, das habe ich schon ziemlich lange hier rumfliegen, um ehrlich zu sein. Das hatte ich mit in dem Paket von Victoria, in diesem Love-Paket, wo die ganzen Love-Produkte drin waren. Und ich habe bisher immer nur den wärmeren davon benutzt und den kühleren habe ich irgendwie liegen lassen. Und zwar ist das der hier. Das ist von den The Glaciers Stylo Eyeshadow von Love. Die sind übrigens super. Ich habe davon mittlerweile drei Farben und das werden nicht meine letzten sein, kann ich euch sagen. Long Lasting Graphite Whisper. Ja, das ist so ein Grau. Und dieser Ton, habe ich gesehen, ist optimal, um ihn unter dieses Blau zu geben. Und dann kommt das richtig geil so icy holographisch raus. Also ich habe das auf meiner Hand probiert, weil ja, ihr fragt mich immer wieder, ne, wie machst du das, dass die Sachen so gut zusammenpassen? Oder ist das Absicht oder so? Ja, das ist Absicht, habe ich euch schon ein paar Mal gesagt. Und wie mache ich das? Ich kann euch sagen, Mädels, ich setze mich vor fast jedem Video, wenn ich was Farbintensiveres zumindest schminke, setze ich mich hier hin. Mit meinem Handrücken, deswegen verbrauche ich auch immer so viele feuchte Tücher, ne, in meinen Aufgebraucht-Videos. Ja, und dann fängt Vanessa an zu swatchen. Erstmal solo den Farbton, gucken, wie der auf der Haut wirkt. Dann habe ich den probiert und habe den dann darüber gegeben und dabei ist mir aufgefallen, dass das richtig, richtig geil aussieht. In meinen Augen, ne, das ist ja immer was Persönliches. Aber, ja, das versuchen wir jetzt mal.
Und ich muss sagen, diese Farbe gefällt mir richtig gut. Hätte ich am Anfang nicht gedacht, weil bisher habe ich diese Kombi immer nur mit helleren Farben ausprobiert, weil ja, ich mich da noch nicht so rangetraut habe. Aber ich habe euch ja schon im Jahresrückblick gesagt, dass 2018 das Jahr des Probierens bei mir war und ausrasten, Make-up-technisch einfach mal und sich was trauen. Und 2019 wird das nicht anders sein. Ne? Das kann ich euch schon mal sagen. Ich werde zwar auch Alltagslooks schminken, um euch einfach auch Alternativen aufzuzeigen oder mal zu zeigen, was ihr aus eurem Typ so rausholen könnt, sage ich mal. Aber ich werde auch ab und zu mal ausrasten, so wie heute. Und ich habe Spaß dabei. Das lassen wir jetzt ein bisschen trocknen, weil der muss ein bisschen antrocknen, damit er ja, long-lasting wird. Ne? Das müssen diese Creme-Dinger ja alle. In der Zeit genehmigen wir uns noch ein Schlückchen Kaffee. Ja, heute habe ich übrigens Kaffee, ganz normal. Rate ich euch auch. Ne? Habe ich am Anfang nicht gesagt, aber ich denke mal, das müsste mittlerweile klar sein bei mir. So, das Zeug ist jetzt getrocknet und jetzt nehmen wir uns diese Farbe. Das ist Throne, heißt die. Das ist so ein richtig schönes, helles Eisblau. Ja. Und ich versuche das jetzt mal mit dem Pinsel, mit dem trockenen Pinsel. Geh mal da rein. Und da sehe ich schon, ja, der ist arg krümelig. Farbabgabe ist aber okay. Und dann tupfe ich mir das mal hier drauf. Ja. Ich hoffe, ihr könnt das erkennen. Das ist nämlich auch der Effekt, den ich bemerkt habe, als ich das auf meinen Handrücken ausprobiert habe. Und die Kombi gefällt mir richtig, richtig gut. Ja. Die Frage ist jetzt nur, welchen Lidschatten ich oben drüber setze. Ne? Also in meine Lidfalte. Ich denke mal, dass ich außen etwas dunkler gehen werde. Da muss ich aber mal schauen, was ich da nehme. Weil hier ist jetzt nichts, ich sag mal, kühles, dunkles drin, was ich auf Anhieb so sehe. Da muss ich mal schauen. In meinen Innenwinkel werde ich mir dieses Silber geben. Das ist High Tea. Das weiß ich schon mal, weil das ist ein bisschen heller. Aber ja, für den Außenwinkel, da muss ich echt mal schauen, was ich da in der Palette zur Verfügung habe. Ja. Das ist jetzt hier ein Schwarz. Ne? Das ginge natürlich, aber ja, ich glaube, so dunkel will ich es dann doch nicht. Ich versuche es mal hier mit diesem dunklen Braun. Duchesse, und was ich zu dieser Palette noch sagen kann, dass die matten Farben, ihr seht das vielleicht, unheimlich gut pigmentiert sind. Die sind unheimlich weich für matte Farben. Also normal sind matte Lidschattenfarben ja immer so ein bisschen krümelig, ne? Schwierig. Was ich auch nehmen könnte ist Lord. Im Übrigen sind auch die, ja, der sieht auch geil aus. Die schimmernden Farben gut pigmentiert. Ich glaube, den nehme ich. Das ist mein Kandidat. Ja, der ist zwar vielleicht ein bisschen zu hell im Außenwinkel, aber wenn ich den von, aber wenn ich Lord und Duchesse mische, ja, das versuche ich jetzt mal. Das mache ich mir immer hier mit so einem Luxe Surf Definer, ne, 227 von Soeva. Und ich sehe gerade, Palace könnte ich auch noch versuchen. Das ist so ein Grau. Gib mal Lord darüber. Und dann gebe ich mal Duchesse. Ich muss das, wie gesagt, probieren. Ne? Das mache ich normalerweise ja, ohne die Kamera. Aber ich bin jetzt schlicht vorbereitet. Ich glaube, ich versuche dann doch Palace und Lord. Ja, das sind, glaube ich, meine beiden Farben. Ich fange jetzt einfach mal mit Palace an. Das ist so ein Grau-Topton, würde ich sagen. Dieser hier neben dem blauen. Ich muss sagen, wir haben auch ja, kaum Fallout, die Farben. Also so jetzt vom ersten Eindruck her, und das ist ja jetzt wirklich mein erster Eindruck, weil ich die, wie gesagt, noch nie benutzt habe, ist die Palette schon schön. Das ist jetzt der Grauton. Ich würde jetzt doch nochmal mit dem gleichen Pinsel aber in Lord gehen und mir den nur hier an den Außenwinkel setzen und so ein bisschen hochziehen. Ja, so wird das aussehen. By the way, muss ich sagen, ich hätte mir hier wirklich ein dunkles Grau gewünscht. Ich gehe jetzt mal ganz, ganz leicht, also wirklich nur so gedipst in diesen Schwarzen rein, um mir diesen Effekt zu erzielen. Ja, das gefällt mir besser. So, jetzt nehme ich mir nochmal den Blendepinsel und verblende das erstmal ohne Farbe. Und dann nehme ich mir nochmal was von Empress, von der Farbe, die ich am Anfang draufgegeben habe. Und blende das nochmal hier drüber. Die ist zwar ein bisschen warm, aber ich kann euch schon mal verraten, ich werde auch zu einem etwas, ja, ich würde schon sagen, warmen Lippenstift greifen. Also das wird jetzt hier keine pinke Lippe, so wie beim Elsa Make-up, weil ja, das mag ich ja überhaupt nicht, ne, wisst ihr. So, jetzt mache ich mir noch den inneren, das innere Lid, so. Und dann nehme ich High Tea.
Das hatte ich euch ja eben gesagt. Das ist so ein Silberschimmerton. Und den setze ich mir jetzt hier vorne hin. So, das bessern wir da unten gleich aus. Da haben wir ein bisschen Fallout, aber ja, das habe ich meistens im Augenwinkel. Jetzt nehme ich mir hier nochmal so einen Pinsel und so einen Säuberungston. Das wäre für mich jetzt in dem Fall Rain. Heißt der, glaube ich. Reagan. Rain würde ich ihn jetzt aussprechen. Das ist ein matter Hautfarbeton, würde ich sagen. Ja, und der geht. Ich mache mir jetzt mal Kajal, Tightlining und ich klebe mir auch schon meine Wimpern auf. Da habe ich nämlich welche, ja, die kann ich euch schon mal zeigen. Die habe ich euch in meinem Haul gezeigt, ne? Die Allure Volume. Und auch diese habe ich noch nie getestet. Dementsprechend, ja, werden wir das jetzt nachholen. Und die werde ich mir auch kleben und dann sehen wir uns gleich wieder. So Mädels, da bin ich wieder mit den Wimpern. Und was ich schon mal sagen kann, ist, dass die extrem lang waren. Also ich musste die ein gutes Stück kürzen. Um genau zu sagen, musste ich dreimal ansetzen, weil man soll die ja immer in Stückchenweise kürzen. Und bei dem Auge hier waren es sogar viermal, wo ich sie kürzen musste. Also fand ich irgendwie ein bisschen komisch. Wusste gar nicht, dass ich unterschiedlich große Augen habe. Aber anscheinend doch. Und hier waren es dreimal. Also die sind schon extrem lang. Und wenn ihr große Augen habt, dann ja, kann ich euch die empfehlen. Dann werden die wahrscheinlich für euch nicht zu kurz sein. Aber dann müsst ihr schon solche Glubsche haben. An sich zu den Wimpern, ich fange erstmal mit den positiven Eigenschaften an. Die sind sehr leicht. Also die spürt ihr gar nicht. Ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich künstliche Wimpern drauf habe. Das ist bei den Adele Lashes anders, muss ich gestehen. Die sehen zwar so schön boom aus, aber die sind schon schwer, würde ich sagen. Zum anderen, was mir positiv aufgefallen ist, ist die Biegung. Die sind halt schon so gut vorgebogen, sage ich mal, dass die sich optimal an euer Auge anpassen. Da habt ihr also keine Probleme. Selbst ein Anfänger, glaube ich, dürfte da keine Probleme haben. Das waren so die zwei positiven Eigenschaften, die mir direkt aufgefallen sind. Was mir nicht so gut gefällt, sagen wir mal so, ist, dass die, ja, hier steht Volumen drauf. Das ist meiner Meinung nach aber nicht so richtig Bam in your face Volumen. Also da machen die Adele Lashes bei mir deutlich mehr Volumen, die Demi Wispies, die ich so gerne mag, wenn ich die mal damit vergleiche. Zum anderen ist mir aufgefallen, dass die sich zwar sehr leicht anfühlen, aber sehr unecht anfühlen. Also ich weiß nicht, wie es aussieht in der Kamera. Im Spiegel, finde ich, geht's. Da sieht es jetzt nicht so unecht aus. Aber vom Gefühl her, wenn man die anfasst, sind die sehr unecht, muss ich sagen. Also da sind die von Adele, die fühlen sich richtig an wie richtige Haare, sage ich mal. Und bei denen merkt ihr Nylonfäden, würde ich jetzt mal so sagen, salopp. Ja, müsst ihr entscheiden, ob euch das gefällt. Ich denke mal, das wird dann auch dadurch kommen, dass die leichter sind, ne? Weil es ein anderes Material ist. Ja. Und da die Wimpern auch eher natürlich wirken vom Gesamtbild her, achtet man da, glaube ich, auch so erstmal nicht drauf und so, was hat die denn da für Wimpern drauf? Aber ja, ich weiß nicht, ich mag dieses Gefühl nicht. Also als ich die angefasst habe, habe ich direkt so gedacht, was ist denn das? Finde ich nicht so schön. Des Weiteren ist mir aufgefallen, dass die Haare gerade angeordnet sind. Bei den Adele Wispies und bei den von Kiss, die ich auch hatte, die ich auch im Übrigen sehr gut finde und euch empfehlen kann, da sind die so über Kreuz angeordnet. Das gibt dem Ganzen einen natürlicheren Touch, finde ich persönlich. Und lässt das nicht so künstlich aussehen und das haben die leider Gottes nicht. Aber ja, im Großen und Ganzen würde ich sagen, kann man sie schon benutzen. Das ist nicht das Ding. Wenn man sich über so ein paar Sachen bewusst ist und ich finde vom Look her, ja, sieht das auch ganz passabel aus, sagen wir mal so. Ja, es ist nicht so bam in your face, ne, aber das wollte ich jetzt auch bei dem Make-up nicht und da ist es genau das Richtige. Also könnte ich mir vorstellen, dass ich die im Alltag nochmal öfters benutze. Nachkaufen würde ich sie mir allerdings nicht, da bin ich ehrlich. So, dann geht's weiter mit meinem Dream Team, ne, Concealer, das kennt ihr von Fit Me, einmal die 05 und die 15, habe ich euch auch in meinen Jahresfavoriten vorgestellt. Im
nächsten Step benutze ich mein im Moment aller liebstes Setting Powder. Ich glaube, wenn das nicht so arschteuer wäre, Leute, dann würde ich euch das für den Alltag empfehlen, weil das ist wirklich geil. Das hört sich nicht nur toll an, sondern es macht auch einfach was mit eurem Gesicht. Strahlen, aber nicht zu sehr überstrahlen, also dass es so glitzy ist. Eigenschaftszusammensetzung, wie auch immer. Und ja, ich liebe das. Von Becca, das Hydra Mist Set and Refresh Powder. Ja. Wie gesagt, wäre es nicht so arschteuer, würde ich euch das Blattweg im Alltag empfehlen. Ich hoffe, ihr seht das in der Kamera, ne? Das hat auch so eine leicht aufhellende Wirkung. Also das hat auch so, ja, die Farbe hier drin ist auch so ein bisschen peachy, aber ganz, ganz leicht. Das gibt es aber auch, glaube ich, nur in dieser einen Farbe. Und die lässt euch so ein bisschen strahlen, ne? Ich hoffe, ihr seht das, vor allen Dingen hier an der Stirn. Wenn ich im Spiegel, ja, schaue, fällt mir das besonders auf. Und wie gesagt, ich liebe dieses Zeug. Besonders wenn ich weiß, ich möchte damit Videos drehen, weil ja auch hiermit, ne, oh Überraschung, mit diesem Make-up setze mich hier mit vor die Kamera stundenlang gefühlt, um dann damit nichts mehr zu drehen. Ich werde damit noch 2 Videos drehen. Deswegen werdet ihr diesen Look nochmal wiedersehen. Wir machen jetzt nochmal weiter mit der Palette und zwar bearbeiten wir jetzt nochmal unseren unteren Wimpernkranz. Und ja, da muss ich mal schauen. Erstmal gucken für einen Pinsel. Das ist jetzt im Moment mein absolut liebster übrigens für den unteren Wimpernkranz. Das ist die Nummer 103 von BH Cosmetics. Sieht aus wie so ein bisschen flacher Lidschattenpinsel, ist aber hier ein bisschen buschiger. Und ich mag den im Moment für so ein bisschen, für so einen ausgerauchten Look. So, die Frage ist, was gebe ich mir hier hin? Ich denke aber mal, ich werde mir einfach nur Palace hier hingeben. Das ist dieser Grauton, den ich eben schon hier oben verwendet habe. Ich würde sagen, das reicht vom unteren Wimpernkranz aus. Ich bin jetzt nochmal einen ganz kleinen Ticken in, dieses Schwarz hier reingegangen, was nicht so ganz schwarz ist, sondern eher so Anthrazit, würde ich jetzt auf den ersten Blick sagen. Zumindest so auf dem Auge rauskommt, um das hier hinten gerade nochmal dunkler zu machen. In den inneren Augenwinkel gebe ich mir jetzt erstmal nichts, weil ich habe gleich noch ein Produkt, womit ich auch highlighte, was ich auch für den inneren Augenwinkel benutzen möchte. Was ich nämlich im Trash-Paket hatte mit Michelle und das möchte ich auch in diesem Video ausprobieren. Deswegen klappen wir die Palette jetzt erstmal zu oder beziehungsweise ganz zu, weil ich die jetzt nicht mehr brauchen werde. Dementsprechend gebe ich euch jetzt auch nochmal hier eine kurze Review. Ich finde sie solide, vor allen Dingen ist sie von guter Qualität, wie ich jetzt von BH Cosmetics eigentlich nicht anders gewohnt bin. Bis auf so ein paar Ausnahmen, sage ich mal. Die Farben sind schön. Lassen sich gut verblenden. Haltbarkeit, ja, werde ich euch hier unten einblenden, wie das aussieht. Aber ich denke mal, da werde ich auch keine Probleme mit haben. Was die Farbauswahl angeht, ja, es sind ziemlich bunte Töne dabei und es ist was Warmes dabei, was Kühles dabei, es ist aber auch was Alltagstaugliches dabei, also eine schöne Palette zum Spielen. Wenn ihr jetzt nicht gerne mit Farben spielt, dann würde ich euch die wahrscheinlich nicht unbedingt empfehlen, weil ja, da gibt es schönere, die dann mehr Alltagstöne drin haben, wo ihr dann da in diesem Bereich mehr spielen könnt. Aber ja, wenn ihr so ein kleines Spielkind mit Farben seid wie ich, dann ja, guckt euch die mal an. So, bevor wir zum Highlighter kommen, machen wir jetzt erstmal Kontur. Da nehme ich das Produkt, das habe ich auch schon lange nicht mehr genommen. Das war übrigens 2017 in meinen Jahresfavoriten, habe ich gesehen. Da nehme ich jetzt den Konturton, weil das ist eigentlich so mit das Aschigste, sage ich mal. Wie gesagt, die Palette war 2017 in meinen Jahresfavoriten und ich muss sagen, 2018 habe ich jetzt nicht ganz so oft zu ihr gegriffen, weil ich halt einfach ja sehr viele neue Produkte getestet habe und für mich entdeckt habe, ne, logischerweise. Aber wenn ich das hier so sehe, finde ich die immer noch solide. Kann ich euch immer noch empfehlen und für einen kleinen Preis bekommt ihr ja echt viel Qualität und auch Produkt. Ne? Einmal ein Highlighter, ein Bronzer und ein Konturpuder. Und ihr seht das vielleicht, ne, die Palette wurde schon ordentlich von mir geliebt, ne, wie gesagt. War lange Zeit ein Favorit von mir. Blush nehme ich jetzt einen von meinen diesjährigen Favoriten, beziehungsweise aus 2018. Ne? Den habe ich euch gezeigt von Maybelline, den Rosewood 30. I love it. I love it. Und gerade zu solchen Looks, die so ein bisschen, ja, wo so ein bisschen mehr da oben los ist, ne, auf den Augen, finde ich den einfach nur geil. So, das waren die Produkte, die ihr kennt. Und jetzt kommen wir zu einem Produkt, was ich eben gesagt habe, zu dem Highlighter. Und da habe ich diesen hier drin gehabt von Stöpsel. Prismatic Holo Lighter. Und da benutzen wir den hier und da habe ich mich eben vertan. Den hatte ich nicht im Trash-Päckchen, sondern den hatte ich in meinem Nikolaus-Paket von Jenny. Genau. Das war's. Das hatte ich euch ja auch gezeigt in irgendeinem Haul. Wenn ich das Video noch finden sollte, verlinke ich es euch hier oben. Und zwar der Prismatic Holo Lighter Stick von Essence in der Farbe Be Unique, Be a Unicorn 10. Ja, das ist so ein
holographisches Etwas, was so, ja, leicht bläulich lila schimmert. Ich trage euch den mal auf und zeige euch das mal. Seht ihr das? Ja. Ja, das sieht man gut, ne? Würde ich sagen. Und ich könnte mir vorstellen, dass das gerade zu diesem Look, zu diesem icy Look, der ja so ein bisschen icy sein soll, super gut passt. Und das testen wir jetzt mal. Ich bin mal jetzt vorsichtig, weil ich habe über dieses Puder hier von Becca tatsächlich noch eine Cremaleiter gegeben. Das ist jetzt eine Premiere. Aber wir versuchen das. Nehmen wir mal diesen Stick. Und ja, gebe mir den einfach genauso auf, wie ich jeden anderen Creme-Highlighter auch aufgeben würde. Und dann tupfe ich den mit einem Schwamm ein. Das geht nicht ganz so gut, wie ich gerade feststelle. Dann wohl der auch eher mit den Fingern. Ja, aber das Ergebnis, finde ich, kann sich sehen lassen. Finde ich gut. Und ich muss sagen, an dieser Stelle, ich hätte mir den extremer vorgestellt tatsächlich. Also, ja, ich würde sagen, vielleicht könnte ich mir den für den Alltag sogar vorstellen. Je nachdem, wenn man ihn in einer Schicht dünn aufträgt. Ich versuche das aber auch nochmal unter der Foundation bei Gelegenheit. Aber bis jetzt, ja, gefällt mir das ganz gut. Und gerade zu dem Look passt dieses holographische auch. Ja, jetzt testen wir das Ding noch im inneren Augenwinkel, so wie ich es vorhatte. Ist leider ein bisschen groß, deswegen muss man jetzt hier, oder würde ich jetzt hier mit einem Pinsel rangehen. Und das Produkt damit aufnehmen. Oh ja. Also im inneren Augenwinkel gefällt er mir fast noch ein bisschen besser. Gerade zu diesem Look jetzt. Der knallt. Also wenn ihr sowas Kühles, Icy-mäßiges habt, dann ja, funktioniert das gut. Ja, Fixing Spray nehme ich genauso wie beim letzten Mal, als ich dieses Puder verwendet habe, auch nicht, weil ich gemerkt habe, dass dieses Puder, dadurch, dass das sehr feucht ist, dass man das da nicht braucht. Normalerweise vermischt man ja damit ja immer cremige und pudrige Texturen, aber dieses Puder ist so sanft und seicht und toll einfach, dass man sich das Fixing Spray getrost sparen kann. Und da ich jetzt auch einen Creme-Highlighter drauf habe, der ja schon feucht und wet aussieht, brauche ich diesen Trick auch nicht. Dementsprechend gehen wir direkt über zu den Lippen. Da gab es für mich eigentlich bei diesem Make-up nur eine logische Konsequenz und das war Nude. Und wenn ich Nude trage, ihr wisst das mittlerweile, dann ist das hier meine Dream-Kombi. Ne? Mein Dream-Trio sozusagen, bestehend aus dem Max Factor Lip Liner in Brown and Nude. Das ist ein schönes, warmes Braun. Deswegen habe ich hier auch was Warmes genommen. Ne? Das habe ich euch eben gesagt. Dann gibt es darüber den Love Hatice Lip... Wie ist es denn? Den Love Hatice Matte Liquid Lipstick in der Farbe 1986. Bleichwurstton, ne? Und weil ich dieses Matte nicht so mag, gebe ich darüber einen Buttergloss. Und zwar den von NYX in der Farbe Fortune Cookie. Ja, wie gesagt, das ist mein Traumtrio sozusagen für solche farbintensiven Looks und ich könnte mir vorstellen, das sieht hier auch ganz gut aus. Diesen Lip Liner verwende ich meistens, wenn ich gerade diese Hattie Liquid Lipsticks verwende, weil ich hatte euch das in meinem Jahresrückblick gesagt, ich kann die Dinger nicht ertragen, nackig auf den Lippen, da werde ich wahnsinnig. Und es gibt noch einige andere Kandidaten und ich habe gemerkt, wenn ich halt sowas Cremiges eher darunter gebe, was mir gut gefällt auf meinen Lippen, dann gibt das quasi so eine Schutzbarriere zwischen dem Liquid Lipstick und meiner Lippe und dann kann ich das sehr gut tragen. Den gebe ich mir jetzt drüber. Ich lasse hier ein bisschen von dem Lip Liner stehen als Umrandung. Das war ja mal, ich glaube in den 90ern oder so, ne, war das ganz angesagt, hier was ganz Dunkles hinzugeben und da was Helles reinzugeben. Ich finde es jetzt nicht so krass, aber ich finde, das vergrößert die Lippen nochmal optisch, bilde ich mir zumindest ein. Ja. Wenn ihr matte Freunde seid und ihr wollt auch was Langanhaltendes, ne, womit ihr essen, trinken, knutschen könnt, dann könnt ihr das so lassen. Das hält euch den ganzen Tag, zumindest bis ihr was Fettiges esst in der Regel. Ich mag das aber, wie gesagt, nicht, wenn das so matt ist. Das ist dann so ein bisschen, sieht tot aus. Und da ich hier auch schon so ein bisschen holographisch und glitzernd bin, möchte ich das auch ein bisschen glänzend haben. Und deswegen gebe ich mir noch ein Lipgloss drüber. Das verleiht eurer Lippe auch nochmal eine extra Portion Größe. Und wenn ich mir das so in der Kamera hier angucke, gefällt mir das ganz gut, die Kombi. Also, ich hätte jetzt auch nicht gewusst, um ehrlich zu sein, was ich da hätte für einen Lippenstift zu kombinieren sollen. Weil Rot... nein. Pink? Erst recht nicht. Und alles andere, ja, Lila hätte da jetzt auch, glaube ich, nicht so gepasst. Also ich finde,
Nude oder Braun passt dazu schon am besten. Aber ich würde jetzt auch eher was Helleres bevorzugen. Zumal, ja, es gibt ja eine Grundregel, ne, die man so, ja, ich sag mal, beachten sollte, wenn ihr einen Teil betont. Das sind jetzt bei mir ganz klar die Augen, finde ich persönlich. Dann müsste man das andere zurücksetzen oder den Rest zurücksetzen. Das heißt, die Lippen ein bisschen zurücknehmen und ja, auch Blush und so, ne, habe ich jetzt auch ein bisschen zurückgenommen, weil ja, sonst hat man Kirmes im Gesicht und dann weiß der Betrachter gar nicht, wo man zuerst hingucken soll. Von daher, ja, habe ich letztens in einem Video gesehen und habe ich auch schon öfters gehört. So Mädels, das war's von mir und meinen Schminkkünsten. Ich muss sagen, wenn ich mir das hier so im Spiegel ansehe oder auch im Kameradisplay, gefällt mir der Look relativ gut. Es ist was anderes, wie ich sonst trage, aber ja, kann man mal machen, ne, wollte ich sagen. Und ich würde auch, ja, damit, oder ich drehe damit auch definitiv jetzt noch zwei weitere Videos. Zum einen ist das mein Fazit von meinem Projekt. Heute ist tatsächlich der 1. Januar, wenn ich das drehe. Und mein Projekt mit Melanie ist ja vorbei, das 12 bis Ende 12. Und ja, lasst euch überraschen. Ich sage euch an dieser Stelle nicht, ob ich alles geschafft habe oder nicht. Guckt euch das Video am besten an. Das kommt, wie gesagt, vor diesem. Ich werde das aber auch nochmal in dem Fazitvideo erwähnen, dass ich dazu einen Look gedreht habe, weil ja, meistens aus Erfahrung weiß ich, dass es oft so ist, dass wenn ich so einen Look trage, einen etwas außergewöhnlicheren Look, sage ich mal, als mein Alltagslook, dass viele direkt fragen in den Kommentaren, was hast du da verwendet oder kannst du da mal ein Tutorial zu machen? Und dementsprechend habe ich den jetzt vorneweg gegriffen, einfach. Ja, und da gibt es halt von alleine ein Tutorial von mir dazu, genau. Ja, zu den Produkten habe ich euch ja schon während des Videos etwas gesagt. Es waren ja jetzt auch nicht so viele, die ich jetzt neu getestet habe. Ich habe noch ein paar, die ich teste, aber ja, alles nach und nach, ne? Peu à peu. Ja, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, Mädels, mir zuzusehen, wie ich mich hier zurechtpinsle. Und wenn ihr das öfters sehen wollt, dann könnt ihr hier gerne meinen Kanal kostenlos abonnieren. Hier verlinke ich euch nochmal ein anderes Video zum Reinschauen. Und in diesem Sinne würde ich sagen, haltet die Ohren steif, bleibt wie ihr seid und wir sehen uns. Tschüss!